Herr Mayer, wir sind jetzt hier im St. Elisabeth. Sie sind der Chef des Hauses, aktuell 173 Bewohner, 185 Mitarbeiter. Das Thema Pflege ist ein ganz wichtiges, im Moment auch in aller Munde, in der Politik, in unserer Gesellschaft. Wir leben in einer älter werdenden Gesellschaft. Haben wir in der Vergangenheit zu wenig getan? In der Tat, also ich denke, wir haben 25 Jahre geschlafen. Es ist nichts getan worden, sowohl von der Gesellschaft als auch von der Politik. Wie kriegen wir jetzt Fachkräfte für diesen wichtigen Beruf, ob das jetzt Altenpflege ist, ob das Krankenpflege ist? Wie kriegen wir junge Menschen dazu, den Beruf zu ergreifen und ihn so attraktiv zu machen? Also ich kann nur für uns sprechen, für die Caritas in Aschaffenburg, für die St. Elisabeth. Wir bilden seit 14 Jahren aus. Jedes erste Ausbildungsjahr 5 neue Auszubildende, versuchen die alle zu halten, die Mitarbeiterinnen, die auszubilden, aber es ist nicht einfach. Also der Beruf ist zwar sehr, sehr schön, aber auch belastet und nicht jeder schafft es. Und auch eine Wertschätzung für diesen Beruf und natürlich auch die entsprechende finanzielle Entlohnung. Und das ist was anderes, ob ich am Fließband stehe und Autos zusammenbaue oder ob ich mit Menschen arbeite. Und ich glaube, das ist dann so auch für uns der zentrale Punkt. Aber das ist genau das, was Sie eben gesagt haben. Das ist genau der Punkt. Wenn Sie heute bei VW oder Mercedes am Fließband 3 Schichten arbeiten, die haben 3.000 bis 3.500 netto. Wir arbeiten hier auch 3 Schichten und wir haben lang nicht 3.000 und 3.500 netto. Und da sieht man doch die Wertschätzung. Und ich glaube, alle Anstrengungen müssen dahin auch gehen, weil es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist, die Pflege. Wir werden alle älter und viele haben Angehörige, die sie pflegen. Und wir alle wollen im Alter gut untergebracht sein und uns verlassen können, dass es uns auch, wenn wir alt sind, gut geht. Insofern war das für mich heute sehr informativ. Vielen Dank. Ich danke mich auch für den Rundgang. Schön, dass Sie da waren. Und weiterhin alles Gute, lieber Herr Mayer, für Ihre wichtige, wertvolle Arbeit. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao.